Wie kann ich einen Herzstillstand erkennen? Im Grunde genommen dadurch, dass ich beim Patienten keinen Puls mehr tasten kann. Denn durch die Aktion des Herzens kommt es ja dazu, dass wir überall am Handgelenk, auch in der Leiste, auch am Hals einen Puls tasten können. Wenn ich diesen Puls nicht mehr tasten kann, dann muss ich davon ausgehen, dass das Herz stillsteht und habe dadurch die Diagnose des Herzstillstandes eigentlich bereits getroffen. Was kann ich tun? Die wichtigste Maßnahme ist tatsächlich die Herzdruckmassage mit einer Frequenz von 100 Drücken pro Minute, einer Tiefe von 5 bis 6 Zentimetern. Eine kinderleichte Maßnahme, die jeder einfach erlernen kann. Genauso wichtig ist es aber eben auch, den professionellen Rettungsdienst zu informieren. Das heißt, die Reihenfolge ist einfach prüfen, rufen, drücken. Also ich überprüfe, ob der Patient tatsächlich ohne Kreislauf ist. Ich informiere den Rettungsdienst und ich beginne dann sofort unmittelbar mit der Herzdruckmassage. Unser Gehirn ist tatsächlich das empfindlichste Organ unseres Körpers und ist auf eine stetige Sauerstoffzufuhr angewiesen. Das bedeutet, dass eine zu späte Wiederbelebung das Gehirn insofern schädigt, weil ja dann eine gewisse Zeit lang eben, solange keine Wiederbelebungsmaßnahmen erfolgen, das Gehirn nicht mit Sauerstoff versorgt wird. Nach circa 5 Minuten beginnt tatsächlich ein irreversibles Absterben von Gehirnzellen, das dann natürlich auch mit entsprechenden Einschränkungen des späteren Lebens und mit Spätschäden assoziiert ist. Was kann man machen? Ganz wichtig ist eben Bezug auf die Frage, man muss sich selbst eben ausbilden. Das heißt, man muss beginnen, sich zu beschäftigen mit dem Thema Herz-Lungen-Wiederbelebung, mit dem Thema, wie kann ich eine Herzdruckmassage durchführen, wie kann ich die Leblosigkeit des Patienten feststellen, wie kann ich den Rettungsdienst informieren und dann eben ganz einfach, wie drücke ich bei einem leblosen Patienten, wie führe ich die Herzdruckmassage durch. Das kann jeder kinderleicht erlernen. Das wäre mein Rat in dieser Situation.